Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich allen FIFA-Fans hier heute am Mittwoch hier bei FIFA Ultimate Team, Junge. FIFA Ultimate Team Hammer. Ich habe hier meinen Motors geschenkt, das habe ich mir extra für euch heute aufgespart. Hab gedacht, ah, komm, zeig es auch mal, wie du hier jede Woche dein eines Packs aufmachst und jede Woche denkst, oh mein Gott, wenn du dafür 7500 ausgegeben hättest, dann müsstest du leider dich irgendwann umbringen. Tada! Und wir haben einen Namen, den ich noch nicht mal vorlesen kann, so scheiße ist der. Biljatschenov. Nee, Biljaletinov. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall der beste Spieler überhaupt. Und den Dost. Ja. Ich glaube, als LM kann man den nicht gebrauchen. Den kann man als Stürmer auf jeden Fall auch nicht gebrauchen. Ein Holländer, der bei Wolfsburg ist. Das habe ich aber auch noch nicht mitbekommen. Dawson, selbst der nicht glitzern ist besser als meine glitzernden Spieler. Das heißt ja schon mal wieder alles. Ach, in Verbrauchsobjekten speichern. Ja, komm, machen wir das. Dich auch. Komm, geh du mal schnell hin. Kopfverletzung. Oh, Reflexe und Kopfball und Abwehr. Mein Gott, hier habe ich ja direkt drei Trainingskarten. Das ist natürlich sehr geil. Den finde ich gar nicht schlecht. Da kriege ich vielleicht 800 oder so. Und den Rest, den schmeißen wir mal weg. Das hat ja echt voll viel gebracht hier. Aber gut. Wenn man nicht viel erwartet, kann man auch nicht viel kriegen. Von daher, naja. Ist quasi wie 3000 Münzen, die du jeden Montag irgendwie kriegst. Naja, immerhin. Mittlerweile läppert sicher. Ich weiß nicht, wie lange ich die noch kriegen werde. Aber ich habe sie schon ein paar Mal gekriegt. Und auf Dauer macht das ja auch. So, also, was ich heute mit euch in dieser Folge vorhab, ich erzähle es euch mal kurz. Ich habe ja hier meine englische Mannschaft und irgendwie dachte ich beim Spielen am Sonntag so, also als ich so privat gespielt habe, so, ich laufe hier mit Balotelli und boom, Tor! Und dann hat er das Tor nicht geschossen. Er stand nämlich ungefähr vorm Tor, ja, er kam von rechts reingelaufen, Richtung Elva, einfach mal so quer drauf gebolzt und er hat mit links geschossen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, schwacher Fuß, 4 Sterne, ist eigentlich schon ziemlich gut, aber trotzdem war er nicht drin. Der Aguero schafft von links, also wenn er von links genauso anläuft und mit seinem rechten Fuß schießt, bumst er den einfach rein, egal welcher scheiß Torwart da drin steht. Habe ich mir gedacht, Balotelli müsste den ja eigentlich auf dieser Seite auch reinmachen. Oder aber ich muss mir einen Spieler holen, der den Ball auf dieser Seite reinmacht. Da fiel mir sofort ein Spieler ein. Nicht der eine, nicht der andere. Nein, nur der einzig wahre. Nur der einzig wahre. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Ach, fick dich hier. Komm. Hä? Ach, der ist hier, der Prinz Paldi. Den haben wir uns nämlich jetzt mal hier geholt. Er hat natürlich den Mega-Fuß hier. Ich schaue nochmal, ob ich hier nicht ein LA zu LS habe. Ach nee, das wollte ich mir ja noch kaufen. Das wollte ich mir auch noch für den Dingensprung El Sharawi kaufen. Ich habe nämlich nur andersrum, LS zu LA, das ist nämlich ziemlich kacke. Ja, für El Sharawi muss ich es auch noch kaufen, weil ich dann ja auch angeblich mehr Chemie bekommen soll. Boah, nur 3 Chemie, ey, das muss ich jetzt aber doch mal ganz schnell kaufen. LA zu LS. Bevor ich euch mal den Poly in Action zeige. Ich selber habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe ihn, glaube ich, in dem ganzen FIFA bis jetzt noch nicht. Also FIFA 13 habe ich bis jetzt Poldi noch gar nicht gespielt. Von daher geben wir mal ein bisschen Geld aus. LA zu LS. Jetzt müssen wir auch noch hier bleiben. Na, 30 Sekunden haben wir noch. Ich wollte noch mal gucken. LF zu LAS. Ob es das noch mal für den El Sharawi noch mal gibt hier. Aber die sind leider immer ein bisschen teurer. Und wenn ich darauf biete, dann ficken die mich genauso wie hier und bieten wie die Bekloppten, ey. Keine Ahnung warum. Aber die Dinger
mit den Flügelstürmern sind auf jeden Fall gefragt. Frag mich nicht warum. Vielleicht aus dem gleichen. Mein Gott, ja komm, bietet mehr, bietet mehr. Jawohl. Sind wir schon bei 900 für so eine doofe Karte. Am Anfang vom Spiel dachte ich mal, ja, sowas braucht ja eh keiner. Tick sie hier oder leg sie ab. Aber mittlerweile ist es doch echt gefragt. Ihr seht hier, ist er für 1400 weggegangen. Juhu, und ich habe ihn für 900 gecrasht. Sehr schön. Leider herrscht zu viel Betrieb. Ja, danke, FIFA. Und was ist, wenn ich jetzt spielen möchte? Fick dich. Oder was ist, wenn das jetzt doch überboten wurde? Boah, weh, das ist jetzt überboten worden. Und FIFA hat mich hart gefickt. Nee. Ja, wir können es zuweisen. Also gehört es auch mir. Sehr schön. Weil sowas gibt es ja auch öfter. Dann hat FIFA schon gedacht, ja, geil, ich habe es schon. Und ach nee, ich kann es ja noch nicht zuweisen, weil du dumm. Ja, Pech gehabt. So, hier können wir LA zu LS machen. Dann müsste Polly zumindest einen gelben Schuh bekommen. Und genauso sollte das eigentlich auch bei dem El Sharawi dann laufen. Und somit hat der Poldi immerhin 5 Chemie. Ahahaha. Ja, von wegen. Ja, von wegen. Ohne Scheiß. Das hat überhaupt nichts gebracht. LS kann mich auch mal sonst wo. Das ist ja geil. Vielleicht klappt das bei dem El Sharawi dann auch nicht. Das würde mich jetzt aber ein bisschen ärgern. Was machen wir? Wir spielen trotzdem mit dem 3er Chemie-Poldi. Ja, komm, wir spielen einfach mal mit dem 3er Chemie-Poldi. Vielleicht schafft er ja auch einfach mal erste Sahne hier Tore reinzubolzen und steht trotzdem richtig. Wer weiß, wer weiß. Wir wollen auf jeden Fall auf dem rechten Sturm mit Poldi spielen, weil, wie gerade schon gesagt, von rechts in die Mitte ziehen, einfach mit dem linken Fuß draufbolzen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Von der anderen Seite geht es zwar auch, aber wir werden es mal testen. Wahrscheinlich steht er eh die ganze Zeit nur links. So, wir haben als Gegner ein englisches Team. Ja, ein schönes Mittelklasse-Team. Mit Balotelli im Sturm. Den anderen kenne ich gar nicht von Everton. Habe ich auch so noch nie gesehen. Das hat vielleicht der Geheimtipp von unserem Gegner. Wir werden es gleich sehen hier im schönen regnerischen England. Ja, das passt ja auch wenigstens das Wetter direkt hier zu. Zwei englische Teams, Regen, sonst. Oh, Aguero macht es hier wieder. Schön. Nasri on the way. Was war das denn, Poldi? Ah, oh, das war sein schwacher Fuß oder was war das? Ne, das war sein starker Fuß, oder? Ich hab's das gar nicht in Erinnerung. Aber das war ja echt knorkig. Hatte jetzt auch nicht mit dem Megaball gerechnet, weil so krass aus der Drehung. Okay, kann halt nicht unbedingt was werden. Oh mein Gott, was war das denn? Aber echt, das. Nee, komm. Ist ja besser so ein Bodenkopfball machen können, der wäre besser gekommen. Was ist das denn? Okay, Poldi passt gerne noch hinten. Nice. Boom! Und da ist das erste Linksfuß-Tor. Nice. De Gea hat da keine Chance. Yeah. Das war auch ziemlich schön gemacht hier vom Nasri. Der den schönen Pass da gemacht hat in den freien Raum. Richtig gut. War auch halb aus der Drehung und bedrängt. Das kann auch nur der Nasri. Oh, Poldi ist auch noch schnell. Oh, und wie der sich durchsetzt. Krass, das hat er sonst nie gemacht. Das hat er im alten FIFA nicht gemacht. Durchsetzen war immer ein ganz großes Manko, deshalb habe ich den nachher irgendwann auch verkauft. Weil Poldi sich nämlich nie durchgesetzt hat und immer irgendwie so angerempelt wurde und sofort den Ball verloren hat. Aber der IF Poldi hat da vielleicht echt geilere Werte. Ach scheiße, jetzt habe ich den Vorteil nicht mehr und trotzdem den Ball verloren und gleich ein Gegentor drin. Wieso kriege ich hier nicht meinen Verteidiger? Ja, geil. Hinter dem Torwart den Ball geklaut, ohne Scheiß. Sah lustig aus. Poldi hat auch ganz gute Passwerte. Oh, oh, oh. Was war das denn? Dann passt er hier fast durch die beiden
Oder tunnelt fast beide Abwehrspieler. Das wäre richtig epic gewesen. So. Weiter geht's hier. Im Angriff sind wir. Nice, nice, nice. Ah, Mist. Da konnte sich keiner von beiden durchsetzen. Weder Poldi noch mein Nasri. Schade eigentlich. Ah, jetzt juckt meine Nase. Fuck, ey. Oh, was? Leck mich fett. Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Was ist das denn? Da hält mein Torwart den erst auf der Linie. Hast du einen an der Waffel? Und mach den auch noch rein? Krass. Da bin ich jetzt aber wieder ein bisschen sprachlos hier. Scheiße. Was das denn jetzt, Schade. Wollte ich eine spitze Flanke reinmachen. Eine kurze Flanke reinmachen, aber das hat nicht geklappt. Alter, was war das denn gerade für ein Tor, ey? Das war doch eine Flanke, oder nicht? Das war doch eine Flanke. Ohne Scheiß. Mein Aguero liegt da jetzt verletzt. Wie soll ich denn hier jetzt weiter vorgehen? Ja, da vorne der Gewinn dümpelt. Scheiße. Mann, was ein unnötiges Tor. Echt krass. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich weiß nicht, ob das an der Fail Engine vom Torwart liegt. Oder einfach an der Awesomeness von Juan Mata. Also geschossen war der auf jeden Fall geil. Da ist nichts dran auszusetzen. Aber an sich hätte der Torwart den da eigentlich ganz gut halten können. Wenn er denn ein bisschen weiter rausgegangen wäre und den nicht versucht hätte, auf der Linie abprallen zu lassen. Oh, komm schon. Jetzt geht es aber los hier. Habe ich gerade gedacht, ja geil, jetzt kann ich meinen Poldi hier gegen den voll austesten, aber Pustkuchen. Oh, damit abgefälscht. Mit rechts, mit links. Was haben wir hier? Alles haben wir hier vom Poldi. Ja, der setzt sich richtig gut durch. Das gefällt mir. Trotz drei Chemie macht er die hier alle frisch, Oh, shit, Mann, das wäre so geil gewesen, wenn er den gekriegt hätte. Dann wäre nämlich wieder ein Poldi geworden. Ein Poldi geworden. Kennst du? Hab ein Poldi geschossen. Ja, ein Tor. Vom Poldi. Oh, frech, hat er mir da zwischen die Beine getreten, habe ich meinen Ball verloren. Alter, ohne Scheiß, wie der macht jetzt hier nochmal so ein Kacktor, Scheiße. Ja! Ja, genau, ohne Scheiß hier. Jetzt gehe ich aber gleich nach Hause. Lege ich meinen Controller hin und dann könnt ihr genießen, was für crazy Tore der hier schießt. Alter, Volley oben in den Winkel. Ja, genau, mit Cissignon, der ist zwar geil, aber hallo. Jetzt mal auf dem Teppich bleiben hier. Von wegen Durchschnittsmannschaft. Der macht hier krassere Tore, als ich jemals geschossen habe. Mann, was ein Kack. Und noch mit so geilen Abpralltoren. Das sind ja sowieso immer die besten. Jawohl, lauf mir noch voll in den Ball rein. Das liebe ich ja, wie sonst was. Ja, Nani, nimm den Ball so kacke an. Das ist echt hilfreich. Naja, Nani ist halt nicht der Mega Pro hier. Was Stürmerqualitäten angeht. What? Dann ist er mir den durch, das war nett. Oh, Poldi, wo läufst du denn hin? Hast du überhaupt nichts gesehen, oder was? Schön. Also wie ihr seht, Sanja macht echt als Non-IF RV bei mir den Mega-Job. Attack is Aguero.
Scheiße, da wollte ich Poldi den vorher noch auf links legen, damit er den auf jeden Fall reinmacht, weil ich weiß, dass Poldi mit rechts echt eine kleine Graupe ist. Aber das wollte dann nicht so richtig klappen. Damit, da hat er echt zwei üble, heftige Teile reingeschossen, wo ich Bausteine geklotzt habe. Das eine war schon eher ein Torwartfehler und das andere war schon sehr geil draufgeschossen von seinem Spieler. Zumindest sehr geil geschossen. Ich glaube nicht, dass der Mensch hinter dem Controller da großen Einfluss drauf hatte. Aber Cécignon auf jeden Fall ein Spieler, den ich euch auch empfehlen kann. Und wenn ihr den habt, habt da einen guten Spieler, der auch sehr günstig ist. Ich weiß gar nicht, warum ich den dieses Jahr nicht habe. Letztes Jahr hatte ich ihn als IF. Ich glaube als ZDM. Ne, als ZOM hatte ich ihn, glaube ich. Da war er nämlich auch sehr gut. Mama geht jetzt hier mal Tore schießen. Für mich. Wow, was ist das denn für ein Pass gewesen? Der stand 2 Meter neben dir. Junge, das musst du doch machen. Kann nicht sein. Ja, komm, warte noch auf mich. Danke. Dann nehme ich dir den auch gerne ab, wenn du auf mich wartest. Was ist das denn, Aguero? Ich habe unten auf den drauf gepasst. Und was kommt da für ein Ball raus? Der ist so ein richtig Porno-Teil. Ah, schade. Da hat das Zusammenspiel nicht vernünftig geklappt mit Poldi und Nasri. Schade eigentlich. Oh. Tor! Bam! Ja, nice. Mein geiler, dribbelstarker Nasri hat es wieder rausgeholt. Sehr schön. Plap, plap. Oh, Nasri. Scheint dir kein Abbruch zu bringen, dass der Balotelli nicht mehr da ist. Oh, oh, Nani hat sich mal richtig hart durchgesetzt. Poldi verliert den Ball. Ich würde jetzt schon fast sagen, nichts Neues, aber wir spielen ja gerade zum ersten Mal. Deshalb können wir eigentlich noch nicht viel sagen, ob der das immer macht oder nicht. Aber Ballverluste hier auf der linken Seite schon hoch, aber hier sind auch echt viele fucking Verteidiger, ey, ohne Scheiß. Was geht denn jetzt hier? Es ruckelt hier alles wie sonst was. Schade! Da war doch eine Lücke. Boah, schade, da hätte ich gerne einen hohen Ball in die Spitze gespielt und einfach bumm rein. Wenn es denn immer so einfach wäre. Ist es meistens leider nicht. Oh nein! Nein, nein, nein! Oh, an sich war das eine gute Idee. Nur die Umsetzung war dürftig. Sowohl von mir als auch von meinem Spieler, der nicht gelaufen ist. Oder da nicht die Mega. Genau! Mann! Das kann doch nicht sein! Macht der eine geile Flanke und Tor oder was? Also bis jetzt 3 Aktionen vom Gegner und 3 Tore. Aber wenn er vorne ist, dann ist er auch echt gefährlich hier, mein Gegner. Das kann ich ja echt nicht anders sagen. Da habe ich auch nichts gegenzusetzen, komischerweise. Poldi, was machst denn du da? Nicht hier rumgucken. Ohne Scheiß, ey. Bleibt er da in der Mitte stehen und wart, bis das wird passiert. Ah, und steht auch noch im Abseits, das ist ja hier. Nee, nee, nee. Poldi, kennst du Abseitsregeln nicht? Hat man das dir in Köln nicht beigebracht? Mann, oh Mann. Da will keiner dran. Ohne Scheiß. Das war knapp. Das hätte auch mal locker ein Tor sein können. Oh. Schade, hat er mich gut getackelt, gut zugestellt. Da war Ende im Gelände für mich. Jawoll! So, und jetzt mal hier zum Gegenangriff übergehen. Mist! Prall doch so ab, dass wenigstens der Poldi den noch kriegt. Mann. Na, der spielt aber auch fies auf Konter.
Ähnlich wie ich. Also Passspiel ist gerade richtig groß wieder bei mir, nachdem er in der letzten Folge echt abging mit den Pässen. Und da echt schöne Dinger rauskamen am Sonntag. Ist ja jetzt gerade echt Knorke, ey. Da habe ich schon bessere Dinger gesehen. Der war abseits. Habe ich jetzt aber nicht gesehen. Oh, schon 76. Minute und wir stehen 3-2 hinten. Da müssen wir auf jeden Fall noch was tun. Komm, Poldi. Einfach mal auf einen Ball auf den Poldi. Mal gucken, wie er sich macht. Er kann leider nicht den Verteidiger so ausmerzen, dass er da... Ja, genau! Ohne Scheiß! Oh, Juan Mata macht er hier. Mein Nani mal eben frisch wie sonst was. Vielleicht sollte ich mir den doch mal kaufen. Nach dem geilen Tor und nach dem, was er hier gerade zeigt, der Juan Mata. Guck mal, wie beweglich der ist. Der ist genauso beweglich wie der Nasri, kann das sein? Ja, genau! Das wollte ich mit dem langen Pass. Ja. Auf jeden Fall habe ich gedrückt, volle Kanne nach vorne, nicht auf den Aguero. Ja, immerhin, ey, auf die beiden ist wenigstens Verlass, ja. Mist, Mist, Mann! Kacke, durch die Mitte geht nie. Durch die Mitte ist echt schwer geworden, seitdem FIFA echt an jeder Stelle irgendwie einen Fuß oder so raushält. Tor! Oh Mann! Ah! Komm schon! Jungens! Haut da mal was rein, ey! Prinz Poldi macht jetzt mal hier die Ecke. Oh, schade, die kam eigentlich ganz gut. Konnte ich leider nur nicht für mich behaupten. Prinz Poldi macht. Okay, Prinz Aguero schießt jetzt mal den Ball. Oh, das war nicht so geil. Das hätten wir auch besser lösen können hier. Warten. Scheißen Drag. Oh, wie gut der verteidigt auch. Ah! Da hat er die Seite offen gelassen. Ist ihm aber... Na, oh, schade mit links. Das konnte ja nichts werden hier. Schade, hätte ich mich doch mal nach rechts umgedreht. Hätten wir hier vielleicht sogar noch ein Tor reingekriegt. No, reinrutschen, reinrutschen. Ball behaupten, nach vorne. Ja, nicht ganz so weit nach vorne eigentlich, aber okay. Okay. Jawohl! Das 3:3 von Nasri. Endlich hat es mal geklappt mit dem Ball in die Mitte und Nasri bolzt den da rein. Geil. Endlich. Hat gerade nicht geklappt, weil einer im Weg stand. Und da haben wir in der letzten Sekunde noch das Tor geschossen. Mein Gott, war das ein Spiel hier, ey. Unser Gegner. Ja. Ich kann nur sagen, Cessignon hat echt ein super Spiel gemacht. Und Juan Mata auch. Ich wollte jetzt aber nochmal gucken. Nein! Komm, ich habe einen weitergedrückt. Boah, wie lahm du dummes FIFA bist. Ich wollte doch nur die Spielbewertung gucken. Ich glaube nämlich nicht, dass er mehr als die 3 Chancen hatte. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Für mich, aber er hat gut gespielt, wenn er vorne war. Aber leider hat er auch oft, oder für mich gut, hat er oft im Mittelfeld die Bälle verloren. Und ich konnte da punkten, das freut mich doch. Ein bisschen ärgerlich, nur dass der Poldi hier 3 Chemie hat. Mir fällt jetzt aber auch nichts anderes ein als, ja, keine Ahnung, das bringt ja auch nichts. Ihm ist es ja egal, auf welcher Stürmerposition er nicht gerne spielt. aber, was macht man da? Ich weiß es nicht. Eigentlich nur die Aufstellung umstellen, wenn man denn mit Poldi spielen möchte. Dann würde ja nur eine 4-3 irgendwas Aufstellung in Frage kommen. Und dann bräuchte ich ja noch ein RF. Und dann stehe ich ja wieder vor der Frage, ja, wie nehme ich denn als RF? Ah, es hat alles kompliziert hier.
Ich weiß es noch nicht. Vielleicht lasse ich es auch so stehen. Ihr könnt ja mal Vorschläge machen, da würde ich mich drüber freuen. Und ich guck mal, was ich vielleicht dann am Wochenende daraus mache aus euren Vorschlägen. Wie fandet ihr Poldi? Soll ich Poldi weiter drin lassen? Tor hat er ja auf jeden Fall geschossen. Und auch so hat er eigentlich gar nicht schlecht gespielt, finde ich. Hat sich ein paar Mal durchgesetzt, ein paar gute Läufe gemacht. Und ja, 2 Sterne auf dem schwachen Fuß. Special Bewegung 3, also in dem Mega-Skiller ist er auch nicht. Aber an sich hat er echt gute Werte. Ja, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Und muss ich vor allem mal gucken, was ihr so meint. Und ihr könnt ja mal einfach eure Meinung kundtun. Und ich werde es mir mal anschauen, durchlesen und drüber nachdenken. Ja, Vidal haben wir ja auch schon. Das finde ich auch sehr nice. Tüdü! Ja, mal schauen, wie es in dem italienischen Team weitergeht. Das zeigen wir auch noch mal am Wochenende. Da werde ich auch noch aus dem El Shaarawy dann mal ein LS machen. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr glaube, dass es was bringt. Das können wir ja mal auch eben nachgucken. Indem ich in meiner Bunga-Bunga-Mannschaft erstmal den Poldi reinstecke. Damit er auf jeden Fall beim nächsten Mal die Fitness bekommt. Und vor allem teste, ob der Poldi denn... Ach, das habe ich so gemacht. Da einen gelben, orangen Schuh kriegt. Das stimmt, das freut mich. Dann werde ich aus El Shaarawy auf jeden Fall ein LS machen. Dann hat er nämlich hier auch mal 7 Chemie. Und ich glaube, das dürfte nicht verkehrt sein, wenn er da irgendwie mal einen gelben Schuh kriegt. Kann nicht schaden, wenn er mal endlich auf der richtigen Position steht und nicht da, wo er will. Ja, soweit war es das für heute. Leider schon wieder. Ging echt schnell um. Keine Ahnung. FIFA geht halt schnell um. Da kann man auch den ganzen Tag mal dran vertrödeln. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Leute, haut rein. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, geht schnell auf mein Facebook-Profil. Kesselmark Sebastian Lanzen ist das Name of. Und schaut euch mein neues Auto an. Das ist nämlich mega awesome. Ich denke, ich werde es bis zu diesem Zeitpunkt schon gepostet haben oder aber noch machen. Falls ich den ganzen Tag nur am Rumcruisen war. Yeah, weil das voll cool ist. Muss man ja ausnutzen, dass man mal endlich nach 24 Jahren endlich ein Auto hat. Und dann noch so ein cooles. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit bis zum Wochenende, bis zur nächsten Folge schnell überbrücken. Und boom, haben wir schon wieder Wochenende und alle frei. Ich wünsche euch auf jeden Fall nochmal einen schönen guten Abend. Einen schönen Abend. Habt noch Spaß und haut voll auf die Kacke, Leute. Bis dahin, tschüss.